Nun, was macht die physikalische Medizin so besonders? Wir sind sicherlich das Fach, das sehr individuell auf den Patienten zugeht. Unser Ziel ist es, hier persönliche sogenannte Partizipationsziele, das sind Teilhabeziele, festzusetzen. Das heißt, wir schauen bei jedem Patienten, wo möchten wir hin oder wo möchte der Patient hin, besser gesagt, und beraten ihn, ob diese Ziele auch machbar sind. Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass wir den Menschen anbieten, ihr bestmögliches Therapieergebnis erreichen zu können. Und dafür haben wir eben die verschiedensten Therapiemethoden, die auf physikalischer Ebene liegen, wie die Wärme- oder Kälteanwendungen, wie die Elektrotherapie, mechanische Anwendungen wie Massagen oder eben auch die Bewegungstherapie oder die Trainingstherapie, die immer wichtiger wird. Wir wissen, wenn Österreich flächendeckend ausgestattet wird mit den Maßnahmen, die wir zur Verfügung haben, dann kann eine Reduktion der Krankenstandstage um 23%, und das ist eine Berechnung der Gesundheit Österreich GmbH, erzielt werden und eine Reduktion der Gesundheitskosten für Österreich von 450 Millionen Euro. Und das ist nicht gerade wenig. Wir sprechen hier von Maßnahmen, die zu einem guten Teil sehr schön evidenzbasiert sind. Die allermeisten sind es, vielleicht nicht alle Level 1, aber sehr gut evidenzbasiert sind. Wir sprechen von Maßnahmen, die kostengünstig sind für das Gesamtsystem und für den einzelnen Patienten, sowieso auch für die Krankenkassen. Gemäß einer rezenten Studie wirkt Elektrotherapie 3-mal schmerzwirksamer als Placebo. Opiate, das ist allgemein bekannt, wirken 2,5-mal besser als Placebo. Das heißt, Elektrotherapie wirkt besser als Opiate bei Schmerzen. Aber keiner wird süchtig. Es kostet einen Bruchteil davon. Aber leider gibt es dort auch kein Marketingbudget dafür. Die Stoßwellentherapie zum Beispiel ist seit 2015 auch von der Internationalen Stoßwellengesellschaft für Patientinnen und Patienten mit Krebserkrankungen dort empfohlen, wo die Krebserkrankung nicht lebt an dieser Lokalisation. Sie dürfen es natürlich nicht direkt über dem Tumor applizieren oder wo eine Metastase ist oder wo etwaige Tumorzellen sich befinden, aber sonst profitieren Krebspatienten wie alle anderen Patientinnen und Patienten genauso von den Segnungen der Stoßwellentherapie. Wir haben sozusagen für Patientinnen und Patienten die Möglichkeit geschaffen, über QR-Code, das ist jetzt keiner, aber Sie sehen es ja eh nicht, auch für Menschen, die jetzt nicht lesen können, aber die meisten können ein Handy bedienen, das einzulesen und direkt sich zum Beispiel Filme für Brustkrebsrehabilitation, aber auch für Bluter und so weiter anzuschauen. Wir haben auch jetzt in Etablierung, heute wird es fertig und nächste Woche wird es online gehen, ein Programm für Patientinnen und Patienten mit Lymphödemen, ein Bewegungsprogramm. Die Bewegung ist Teil der komplexen Entstauungstherapie, dass die Patienten aus der ganzen Welt sich online anschauen können, wo sie praktisch erklärt bekommen, das soll ich machen, das darf ich machen, das darf ich ja nicht machen und wie ich es machen soll, nämlich zum Beispiel mit der Kompression der Lymphe, dem Patient, die Patientin, die Bewegung. Und wir haben ein neues Konzept entwickelt, wo nicht Patienten, sondern Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in Österreich, aber auch gerne über die Grenzen hinweg, sich arbeitsmedizinische Informationen zum Beispiel zu den Themen Heben, Tragen, Ziehen, Schieben, aber auch die Bildschirmarbeit, aber auch die Arbeitsorganisation holen können. Das heißt, die Information, die Edukation der arbeitsfähigen Bevölkerung im Sinne auch des Arbeitnehmerinnenschutzgesetzes als Add-on. Ein investierter Euro in die physikalische Therapie erspart 2 Euro an Folgekosten in Bezug auf den Krankenstand. Da haben wir schon gehört, ein Viertel dauert der Krankenstand kürzer. Das sind pro Jahr 450 Millionen bis 500 Millionen Euro. Die gesamte physikalische in Österreich kostet 225 Millionen Euro. Alles zusammen. Also 1 Euro investiert, 2 Euro erspart.